Mic Check Vienna. Ja, sie hat irgendwie die Frage gestellt, wie das irgendwie entstanden ist. Wie ich da drauf gekommen bin. Naja, es ist schwer zu sagen, dass ein einzelnes Ding einen auf sowas bringt. Im Endeffekt hat alles damit begonnen, dass ich unglücklich war in meiner Arbeit. Okay. Also ich habe bei der IBM damals gearbeitet und war so ein IT-Mensch und habe mich nicht glücklich gefühlt im Endeffekt mit meinem Leben. Und habe gesagt, was kann ich machen, damit es mir besser geht. Und habe meinen Fernseher verkauft. Und das hat mir Zeit gekauft, sozusagen zu lesen und was anderes zu machen. Und dann bin ich darauf die Idee gekommen, dass ich mal weg von daheim möchte, nämlich weg von dem Umkreis von Menschen, die mich kennen. Weil ich so erzogen worden bin oder so groß geworden bin, dass ich gelernt habe, Bedürfnisse, die Menschen haben, zu erkennen und die zu erfüllen, also vor allem von meinen Eltern, von meiner Mama. Und ich glaube, das hat sich dann im Endeffekt auch im normalen Leben, war das so, dass ich einfach gesehen habe, der Mensch braucht das jetzt und ich mache es einfach. Aber das, wie soll ich sagen, es ist was anderes, wenn man das wirklich vom Herzen macht und es ist was anderes, wenn man das irgendwie automatisch macht, weil das lässt einen irgendwo leer oder kalt. Und ich wollte dann eben weg und irgendwie habe ich es geschafft, ein Sabbatical zu bekommen, wo ich dann ein Jahr in Südamerika verbracht habe, Wellenreiten gelernt habe, ein bisschen an der Ernährung irgendwie draufgekommen bin, dass ich da was umstellen muss, weil da habe ich eine Freundin kennengelernt, die hat TCM studiert und ja, so ganz neue Welten haben sich einfach aufgetan. Der Körper hat sich verändert, weil als Büropupser kommst du nicht weit im Wasser, also nach 3-4 Monaten verändert sich einfach der Körper, weil es für jeden Tag irgendwie ins Wasser gehst. Dann bin ich nach Wien zurück und habe so ein Kontrastprogramm gemacht, war dann nochmal in der IT-Branche für 8 Monate, habe dann endgültig gekündigt und habe gesagt, ich möchte für eine NGO arbeiten, auch in Südamerika, weil Erfahrungen sammeln. Und das war in Nicaragua, das war eine NGO, die sich eingesetzt hat für das Recht auf Wasser, weil eben das Wasser schon privatisiert wurde und plötzlich Bauern nicht mal mehr ihre eigene Quelle anzapfen dürfen, ohne dass sie horrende Beträge zahlen und so weiter. Bin etwas gereist dann und bin dann wieder zurück nach Wien, habe dann bei den Pipoten, so einer Tierschutzorganisation, angefangen zu arbeiten. Da bin ich wieder in einen anderen Kreis von Menschen reinkommen. Da gab es zum Beispiel ein paar Veganer, die mit denen konnte ich früher überhaupt nichts anfangen. Also, aber sowas von null verstanden, was sie da eigentlich machen. Aber es waren halt ja, so neue Impulse, die mich weitergebracht haben. Yoga habe ich angefangen, damals in Indien. Und nicht in Indien, in Südamerika. Und habe dann beschlossen, nach Indien zu gehen und das zu vertiefen, weil ich keine Freundin hatte und irgendwie gerade alleine war und dachte, jetzt kann ich es noch machen. War dann in Indien ein Jahr, habe so eine 10-monatige Ausbildung gemacht und wieder halt andere Verhältnisse kennengelernt. Und wie ich dann zurückgekommen bin nach Wien, habe ich einen Dokumentarfilm gesehen, nämlich Zeitgeist Addendum. Und in diesem Zeitgeist Addendum ist dieser Mensch, der Jacques Fresco, und stellt diese ressourcenbasierte Wirtschaft vor. Also er ist Industriedesigner und er hat es quasi so ziemlich Futurama-mäßig angelegt. Also da steht, das sind alle rund und weiß und ja, manchen quält's und manche kriegen irgendwie weiße Haare, wenn sie sowas sehen. Und das habe ich am Anfang sicher auch nicht verstanden, dass es nicht um diese Stadt geht und nicht um die, wie technisch das jetzt gelöst worden ist, sondern eben um die Einstellung, wie wir miteinander umgehen. Also das war im Endeffekt der große Beginn, wo ich gesagt habe, okay, ich kann ja zumindest diese Vision verbreiten, anstatt wie vorher war ich einfach nur unzufrieden und unglücklich und habe mich missverstanden gefühlt und habe vielleicht rebelliert gegen ein System, aber ich konnte keine Alternative bieten. Ich konnte keinen erklären, was wir besser machen können. Ich habe nur gemerkt, dass alles irgendwie so verkehrt ist und ich hab gar nicht Vokabeln gehabt, um das auszudrücken, was mich alles gestört hat. Jetzt ist es so, wie wirklich in der Matrix gehen. Wenn ich jetzt einkaufen gehe, dann sehe ich überall, was für Blödsinn wir verkaufen, was für Blödsinn wir produzieren, wie wir mit Werbung Kinder dazu bringen, irgendwelche Geschmäcker zu lieben oder so, zum Beispiel Erdbeeren, dass sie nur den Kunstgeschmack von Erdbeeren lieben, aber nicht den natürlichen Geschmack. Da habe ich einen Bekannten, der hat das Problem mit seinem Kind, weil ihn, wie sie klein war, hat sie irgendwie, ich weiß nicht was das war, irgendein Buch bekommen, das hat nach Erdbeer geschmeckt oder gerochen halt. Und für die ist einfach Erdbeere dieser Geschmack und eine richtige Erdbeere ist halt was anderes.
Aber weil du bist ja auch Lehrer. Ich bin nicht Lehrer, ich bin okay. Saisonarbeiter. Also ich habe einen ziemlich scheiße bezahlten Job und bin eine Aushilfe dort. Also ich habe das Glück, dass ich mich gut verstehe mit der Direktion und dass ich so ein bisschen eine Sonderstellung habe, dass ich wohl dazu da bin, die Kinder zu unterstützen, aber halt auch im Büro mitarbeite und wo ich gebraucht werde. Wo bist du denn? Volksschule, Hauptschule? Das ist eine Mittelschule. Ja. Also es ist eine Integrationsschule, sagt man, glaube ich. Das heißt, das sind auch eben teilweise autistische Kinder oder Kinder aus schwierigen Verhältnissen und normale Kinder. Und hast du da auch die Möglichkeit, deine Idee von dieser Wirtschaft irgendwie einzubauen? Oder hast du Ansätze vielleicht, wie du so etwas dann wirklich so praktisch auch umsetzen kannst? Vielleicht bei so Kindern vor allem? Oder? Also ich habe festgestellt, dass es gibt zum Beispiel einen Tag, der nennt sich Future Day und da werden so verschiedene Ideen und Sachen irgendwie von den Lehrern vorgestellt. Und ich habe heuer den Kindern technologische Fortschritte gezeigt. Ich habe ihnen zum Beispiel gezeigt einen Roboterarm, der extrem geil ist. Also das Ding kann ein Handy nehmen, in die Luft schmeißen und dann fängt es so mit den Fingerspitzen auf. Extrem feinfühlig und so, wo man... Wenn ich vor dem an Roboter gedacht habe, dann ist das so ein und das war echt ein urcooles Teil. Und es ist auch lustig, wenn man die Kinder fragt, wie würden sie zum Beispiel das Problem lösen, dass man auf der Straße überfahren werden kann. Dann ist von einem gekommen, dass ein Zebrastreifen eigentlich Schwachsinn ist, weil da kann trotzdem einer drüber fahren. Man müsste eine Wand aufziehen oder man müsste das technisch verhindern, dass da wer drüber fahren kann. Also keine Ahnung, wenn ein Kind auf den Knopf drückt oder der Sensor erkennt das, dann geht eine Art Schranke, also richtige Wand, dass wenn es mit einem LKW reinknallst, du trotzdem das Kind nicht überfährst. Das wäre eine, zum Beispiel, und das kam von einem Kind. Ich meine, das ist im Endeffekt auch von diesem Jacques Fresco vorgestellt worden. Dass man mit technischen Mitteln wirklich sehr viel bewirken kann, wo wir heute einfach falsch bauen und falsch, ja, das gar nicht integrieren. Weil irgendwie falsche Werte im Mittelpunkt stehen. Absolut, ja. Hast du vielleicht auch so konkrete Beispiele, vielleicht jetzt für jemand, der neu nach Wien kommt und sich vielleicht mit so etwas befassen möchte? Ich könnte Anlaufstellen oder Ideen oder Projekte, bei denen das schon irgendwie ein bisschen umgesetzt wird, wo jetzt jemand von null auf sich bei dem beteiligen möchte, ja. wo er dann da also Erklärungen findet und ja. Möglichkeiten. Ja. Ja. Also es gibt Bücher von den Leuten, die sich das überlegt haben, und das sind mehrere Leute, aber es gibt zum Beispiel eine Webseite, die heißt thevenusproject.com. Das ist die Webseite von Jacques Fresco, der dieses Buch The Best Money Can't Buy geschrieben hat. Es gibt das Zeitgeist Movement. Das ist halt auch so eine Bewegung, die nach diesen vielen Zeitgeistertendungen entstanden ist. Das war im Prinzip auch ein normaler Mensch, der ist irgendwie mit diesem Wissenschaftler in Kontakt gekommen und dann ist halt auch ein Licht aufgegangen und hat sich gedacht, hey, geil, das muss ich promoten. Und hat am Ende vom Film gesagt, ja, starten wir ein Movement, sozusagen, machen wir was gemeinsam, und hat eben diese Webseite, thezeitgeistmovement.com, hingeschrieben. Und da sind urviele Leute hingekommen und gesagt, ja, ich möchte was tun, ich möchte was machen. Und also das ist eine gute Anlaufstelle. Da gibt es so viele Videomaterialien, so viele Audio-Podcasts, so viele Bücher, so viele PDFs, die man, also da kannst du urviel darüber lesen und dich informieren. Der letzte Film, der jetzt, das ist mittlerweile schon über ein Jahr her, der heißt Zeitgeist Moving Forward. Das ist auch von diesem selben Filmemacher, der das Ganze auch natürlich erklärt. Wie gesagt, ich würde mich auf breiter Masse noch erkundigen und informieren. Wenn wer in Wien wirklich mitmachen möchte, wir haben eine Facebook-Seite, wir haben auch eine Webseite, die gerade noch jetzt wieder in Arbeit ist. Und es ist, wie soll ich sagen, es ist vielleicht ein bisschen schwierig, dass wenn Leute hinkommen und die Erwartung haben, dass jetzt jemand da ist und ihnen sagt, so, jetzt machst du das und jetzt verteilst du diese Flyer und jetzt machst du diese Geschichte. Das mag ich nicht machen und das wollen viele der Leute, die
die da dabei sind, nicht machen. Also und irgendwie ist das sehr zeitaufwendig. Was wir gerne machen oder was ich zum Beispiel gerne mache, ist, wenn ich eine Idee mache, dann versuche ich sie umzusetzen und ich frage vielleicht auf der Facebook-Seite, wer kann mir dabei helfen. Das heißt jetzt, ich möchte ein Podcast jetzt machen, habe angefangen und versuche da irgendwie Hilfe zu bekommen oder ich möchte ein Interview mit wem machen oder ich möchte eben irgendwo DVDs verteilen oder ich habe mit dem, letztes Jahr habe ich mit einem Freund und dem Sebi, haben im Donauzentrum Interviews geführt mit normalen Menschen und haben sie zur Wirtschaftskrise befragt. Oder ja, egal was du machen möchtest, also das, was du machen magst, frag danach, vielleicht ist da jemand, der dich unterstützt oder mit dir das macht, dann ist es schon mal halb so schwer, weil es ist oft nicht leicht, diesen ersten Schritt zu machen und sagen, ja, ich stelle mich jetzt, auch wenn es nur eine halbe Stunde hin ist und stelle mich nur hin und verteile einen Zettel oder spreche jemanden an und sage, ja, keine Ahnung, fange ein Gespräch einfach an. Also, du kannst alles machen, was du willst, es gibt keine Einschränkungen, aber die Leute sollen nicht erwarten, dass da ein Team ist, der die Leute, dass die Leute einteilt oder so. Mach was, wenn es deinem Wunsch entspricht. Und da, was ist jetzt im Kern die wichtigsten Punkte von dem Vortrag gewesen für mich eher? Im Kern die wichtigsten Punkte? Wir leben momentan in einer Gesellschaft, in einer konkurrenzbasierenden Gesellschaft, die nicht zukunftsfähig ist. Das heißt, wir können nicht auf ewig so weitermachen wie bis jetzt. Wir verbrauchen unsere Ressourcen zu schnell, wir verschmutzen unsere Umwelt zu stark und wir versauen uns die Lebensqualität. Auf allen Ebenen einfach. Das heißt, wir was müssen eigentlich schon ziemlich an existenzielle Grenzen stoßt, auch wenn es so scheint, dass ja, wär's ja irgendwie schön. Ja, ich meine, es fühlt sich natürlich teilweise anders an in Österreich als wie in Afrika, weil wir sind einfach teilweise weit weg von diesen Extremen. Aber wir wissen von Herrn Jean Siegler, wissen wir zum Beispiel, dass keine Ahnung, täglich 25.000 bis 30.000 Kinder an Armut zugrunde gehen. Nicht, weil wir zu wenig Lebensmittel haben, wir produzieren für 12 Milliarden Leute Lebensmittel, sind aber nur 7 und trotzdem lassen wir Millionen oder ich glaube ein Drittel aller 3 Milliarden ungefähr Menschen an Hunger leiden. Einfach unnötig, weil unser Wirtschaftssystem eben diese Aufgabe des Wirtschaftens überhaupt nicht mehr erfüllt. Unser Wirtschaftssystem schafft es nicht, das, was da ist, gerecht und so intelligent zu verteilen, dass jeder was davon hat, sondern wir sind ja irgendwie übers Ziel hinausgeschossen. Unser Wirtschaftssystem ist jetzt einfach so eingerichtet, dass es einfach nur mehr Profit und mehr Profit und mehr Profit bringen kann. Und es ist nicht mal so, dass die Leute, die da mitspielen, böse Leute sind, sondern die sind genauso zur Schule gegangen, die haben das gelernt, die haben BWL studiert, die haben eine Idee gehabt, die sind mit der Idee auf den Markt gegangen, dann haben sie gemerkt, dass es Konkurrenz gibt und dann haben sie angefangen, damit zu dealen, also wie gehe ich mit der Konkurrenz um. Bis zu einem gewissen Bereich kann man wahrscheinlich im legalen Bereich viel machen und irgendwann mal kommst du auf die Idee, naja, dann produziere ich halt in China, dann ist es wurscht dort mit den CO2-Werten und billiger ist auch noch, Profitspanne noch höher und die Konkurrenz kann entweder mit nach China ziehen oder sich noch was Wahnsinniges einfallen lassen oder muss zusperren und du bist in diesem Druck einfach drinnen. Und jetzt der Gegensatz dazu, die ressourcenbasierte Wirtschaft stellt nicht mehr die Frage, im Mittelpunkt habe ich genug Geld, um notwendige und sinnvolle zum Beispiel technische Lösungen zu implementieren, wenn wir jetzt zum Beispiel über die Energiefrage sprechen, weil das ist momentan immer das Problem, ja, Solaranlagen sind toll und so, oder Wind, aber das ist alles so teuer und keine Ahnung, sondern stellt einfach die Frage, hat die Erde die Ressourcen, also haben wir die Materialien da und haben wir das Know-how, wie man das umsetzt. Und wenn das gegeben ist, dann gibt es keinen Streit, okay, das kostet jetzt aber 7 Milliarden und deswegen können wir uns das nicht leisten, sondern dann macht man es einfach, weil wir können es ja. Es ist so, also wir würden alle frieren, einer weiß, wie wir Feuer machen kann, er macht es aber nicht, weil er hätte gern 20 Euro dafür, die keiner hat. Es ist komplett verrückt. Also es ist eigentlich der Kern von der ressourcenbasierten Wirtschaft ist eine andere Einstellung, wie wir Probleme lösen. Und als Hilfe bedient sich das System
der wissenschaftlichen Methode, um möglichst objektiv herauszufinden, welche Lösung mehr Sinn macht als die andere. Das heißt, wenn man jetzt eben das System hat Öl und es bringt ja Energie und es funktioniert irgendwie, aber wenn man das, die Werte vergleicht und so weiter mit einem System, das auf Wind und keine Ahnung, Sonne und so weiter basiert, dann kann man schnell lesen, ich meine, das ist eh für Dodels, weil das weiß jedes Kind, dass das irgendwie viel besser wäre als das andere, aber man kann sehr schnell ablesen, dass das System viel gescheiter ist als das andere. Mhm. Und was schön ist bei der Geschichte ist, es ist kein fixes System, es ist ein dynamisches System, das sich mitverändern darf, das mitwächst. Also, und ich denke, wenn wir mal anfangen, unser Potenzial anzuerkennen und das auch wachsen zu lassen, dann kann das Ausmaße in relativ kurzer Zeit einnehmen, die wir uns nicht mal noch vorstellen können. Ich meine, das geht für mich als alter Star Trek-Fan, geht das in die Richtung, dass ich sage, okay, unsere Aufgabe ist es halt nicht mehr irgendwie dafür zu sorgen, dass wir nicht verhungern, sondern vielleicht den Weltraum zu erforschen oder das Meer zu erforschen oder sonst was. Also ich glaube, das wird sich dann einfach verlagern. Ich glaube, was man mit dieser objektiven Erfassung noch beachten muss, ist, dass es doch auch einen Spielraum geben muss über Geschmäcker, weil objektiv hat seine Grenzen. Ja. Absolut, und es ist auch nicht so, dass man... Es gibt nämlich überhaupt kein Objektiv grundsätzlich. Ja, es gibt immer Bezug zu... Es gibt immer einen Bezug zu... Ich sage mal, es ist... Erstens ist nichts verboten oder so, weil weil jetzt, keine Ahnung, sagen wir, die Wohnhausanlage ist 17 Mal effektiver als was anderes, wenn es Leute gibt, die sich lieber ein Lehmhaus bauen oder so, dann sollen sie es machen. Also die Ressourcen sind da, sie machen keinen Schaden oder irgendwie. Und was einfach wegfällt, ist, dass jemand herkommen kann und sagen kann, du kriegst jetzt ein Geld und für das Geld schuftest du. Mhm. Also wenn du sowas machst, dann machst du es, weil du mit dem Herzen dabei bist und gerne sowas realisierst. Aber dieser Zwang fällt weg, dass irgendein anderer Mensch was für Geld machen muss, nur weil ein anderer gerne das irgendwie wem delegiert. Ja, aber wie funktioniert das? Also wie kommt man zu dem Punkt, wo man sagen kann, okay, ich habe die Möglichkeit, dass ich jetzt frei entscheiden kann, dem nachzugehen, wo ich wirklich mit meinem Herzen dabei sein kann? Wie es funktioniert? Wie man da hinkommt oder was war das? Ja, wie kommt man zu dem Punkt, wo jeder Mensch oder so viel wie möglich Menschen die Möglichkeit haben, weil es ist ja effektiv so, dass die meisten Menschen die Möglichkeit nicht haben. Ja, es gibt verschiedene Wege, wie man hinkommen. Es ist schwer zu sagen, was der Weg sein wird, aber zum Beispiel mich spricht dieses bedingungslose Grundeinkommen in Österreich sehr an, weil es dann ein bisschen von dem Druck wegnehmen müsste, jetzt irgendeine Arbeit machen zu müssen, nur damit man seine Rechnungen zahlen kann und Freiraum lassen könnte, andere Sachen zu machen. Dass du sagst, okay, jetzt interessiere mich für Permakultur, zwange an, das anzubauen und du kommst dann eigentlich drauf, dass das Ding so viel abwirft, das kannst du alleine nicht essen. Und dann fragst du halt irgendwie so eine Art Volksküche an und versorgst in Wien die, keine Ahnung, die Leute, die kein Essen haben. Beziehungsweise die werden vielleicht von dir inspiriert und fangen an mitzuhelfen. Mhm. Und, also es ist schwer. Es geht wahrscheinlich dann um die Idee, dass ich einfach der Wert irgendwie verändert und dass wenn dann zum Beispiel Menschen, die sowieso schon an Möglichkeiten haben, dass die einfach dann anders agieren, was sich dann auswirkt auf diejenigen, die keine Möglichkeiten haben. Genau. Okay. Dass sich das System dann langsam erweitert. Okay. Also das wäre halt ein Weg. Es ist schwer, in eine Glaskugel reinzuschauen und zu sagen, was passieren wird. Es passieren simultan so viele Sachen auf der Welt, die irgendwie in diese Richtung gehen. Und je mehr wir kommunizieren und erkennen, dass das passiert und auch ein Vertrauen aufbauen und auch in der Kommunikation vielleicht auch besser werden. Ihr macht ein Interview, keine Ahnung, andere Leute haben ihren YouTube-Channel und so weiter. Desto mehr haben wir Chancen, dass viele Leute davon erfahren. Und selbst wenn es, sag ich mal, oft gibt es echt blöde Videos, wo Leute einfach alles nur kritisieren und sagen, das ist schlecht und das ist schlecht und das ist schlecht. Du kannst heutzutage eigentlich nichts mehr in die Welt reintun, ohne dass du ein Kritikregen abbekommst.
Aber ich finde, selbst von der Kritik und von diesen unsinnigen Diskussionen kommen vielleicht der eine oder andere Mensch irgendwie drauf, dass das vielleicht auch was dahinter ist oder dass er sich das genauer anschaut. Und das Oberflächliche kommt weg. Vielleicht auch von dem Gedanken wegzukommen, dass wir ein Patentrezept finden können, sondern dass effektiv ganz viele verschiedene Möglichkeiten und Ansätze gibt, ein Problem zu lösen. Und dass wir auch so aufgebaut, das ist für mich zum Beispiel diese auch immer so undefinierte Kreativität. Nicht so sehr das ästhetisch-künstlerische, sondern wirklich aus mir herauszukommen, okay, das ist jetzt ein neues Problem und das muss ich jetzt neu angehen. Und welche verschiedenen Ansätze gibt es dazu? Was die Welt neu entdecken, neu, genau. Neu sehen. Ja. Ja. Und damit verbunden ist ein Wertewandel einfach. Wir leben heute in einer sehr verkorksten Welt irgendwie, also sehr viele halt. Du hast halt bestimmte Vorstellungen, wie dein Image sein muss, wie deine Schuhe sein müssen, wie deine Jeans ausschauen muss, wie die Wohnung, welche Möbel drin sind. Wenn zum Beispiel heute irgendwie die Möbel aus den 80er Jahren sind und die Freunde kommen zum Besuch, dann lachen sie wahrscheinlich drüber oder so. Und wir haben urviele solche Konstrukte, die im Prinzip keine wirklich wichtigen Werte sind oder so, weil im Prinzip ist es mir jetzt wurscht, ob du jetzt ein Catsuit anhast oder so angezogen bist oder irgendwie anders angezogen bist, weil ja, es ist ja, der Mensch ist und seine Werte sind was anderes als dieses Drumherum. Ja. Aber ich verstehe es auch, wenn man irgendwie auf Leute trifft, die sagen, ja, das ist aber mir wichtig, dass ich diese und diese Symbole halt mit mir trage. Also. Es ist aber schon auch, also es gibt so irrsinnig viele Informationen. Und wenn man quasi wen sieht, der eine Uniform anhat, dann weiß man halt, in was für einen Raum sich der. Das heißt, du kannst diese irrsinnig vielen Informationen, die du erst mühsam erfragen und, ja. und herausfinden musst, siehst du sofort. Ja? Ja. Also insofern ist so eine Sache, hat es auch einen Sinn. Ja? Ja. Es ist nur, man muss halt aufhören, das zu bewerten. Man muss aufhören, das als schlecht zu sehen. Ja. Ja. Und daraus heraus wiederum Rückschluss, ich muss das erreichen, um so gesehen zu werden. Du bist zum Beispiel, du hast jetzt das Metal-Outfit an und das heißt automatisch, du magst kein Reggae. Genau. Ja? Und du hast mit dem Menschen. Kann ich schnell kommunizieren mit dem, was ich anziehe. Du hast mit dem. Naja, okay. Aber es muss nicht der Wahrheit entsprechen. Du kannst ein Metallica-T-Shirt anhaben und trotzdem Reggae lieben. Aber dieses. Wir schaffen es oft nicht über diesen Sprung, über das Oberflächen. Was? Ich habe so einen Müll gefunden, weiß nicht einmal, was Metallica ist. Ja? Aber und wie seid ihr zwei jetzt in. Kennt ihr euch schon lange? Oder wieso macht ihr diese Veranstaltung zusammen? Der erste Sieder in Wien, oder? Ja. Also, wann ist Sieder? Im März, glaube ich, am 13. März oder sowas? Es ist kein fixes Datum, es ist nur immer. Es ist so ein Wochenende, ungefähr um den 13. März. Und da gibt es eben von der einen Seite, Zeitgeist-Movement-Seite, halt gab es die Aktion, dass man sagt, an dem Tag macht einfach jedes Chapter, also jede lokale Organisation, macht irgendwas. Sei es jetzt auf die Straßen gehen und einen Zettel verteilen oder sei es einen Film herzeigen oder mit Leuten reden oder kochen oder ich weiß nicht, was dir einfällt. Um einfach global an einem Tag urviele so kleine Aktionen zu haben, dass es halt nicht so unbemerkt untergeht, wenn jetzt zwei Leute nur eine Aktion machen. Wir machen dann, ich weiß nicht, wie viele Länder und wie viele Chapter das dann jetzt schon sind, aber das machen halt regelmäßig zu bestimmten Sachen, machen das halt Leute. Und das war das erste Mal, dass wir gesagt haben, in Wien, wir machen was. Und das war die Es ist alles in Ordnung Aktion mit dem Megafon auf der Marienhilfestraße. Und ja, da haben wir uns eigentlich kennengelernt, oder? Ja. Was war da bei der Aktion? Ganz einfach, wir haben uns hingestellt am Millimeter-Megafon und ich habe ihm so ein Schild hochgehalten, es ist alles okay. Und wir haben ihm den Leuten gesagt, dass sie weiter shoppen sollen, dass das super ist, was sie machen und dass sie die Angebote vergleichen sollen. Ja. Ja, so umgekehrt Psychologie. Es gibt einen Typen in England, der, jetzt weiß ich nicht, wie der heißt, aber wenn du googelst
Everything is okay. Der macht das genial. Also ich habe das nicht so genial machen können wie er, aber der Typ hat echt einen Charme drauf. Der stellt sich irgendwo hin, an wichtigen Plätzen in London und unterhält die Leute und bringt die Leute zum Lachen und zum Nachdenken, weil er ihm komplett teilweise was anderes sagt. Er sagt, sie haben eine Uniform an, ich muss sicher auf sie hören und so auf die Art. Und es ist genial. Und den angelehnt haben wir es irgendwie versucht zu machen. Und seitdem haben wir einige Sachen schon gemacht. So auf der Vegamania-Stand oder ja. Kinovorführungen im Burgkino, Podiumsdiskussionen, die Nico ganz viel organisiert. Ich habe einen Tierschutzlauflauf, der mit einem Surfbrett, wo drauf steht, Zeitkassen oder ressourcenbasierte Wirtschaft. Ja. solche Sachen halt. Okay. Super. Boltmann und seine, also Ex-Frau. Oh Gott. die haben dann, da gibt es auch diese andere Organisation, Evolver, wo sich die Susan sehr viel eingebracht hat. Also im Endeffekt muss man sich halt irgendwie ein bisschen vielleicht raussuchen, was gibt es alles, was zieht mich an, wo kann ich am ehesten was machen, was macht mir Spaß. Also mir macht es halt Spaß, irgendwie mit den Videos herumzuspielen, zu schauen, ob ich da was dazulernen kann, ob ich mich traue, auch vor die Kamera hinzustellen, ob ich mit dem Ton herumspielen kann, dass ich eine Diskussionsrunde halt auch wirklich in einer Qualität aufnehmen kann, wo man es gut hört. Ich habe keine so große Kamera wie er, deswegen muss ich da immer schauen. Und andere Leute machen einfach was anderes. Ja, mir wurde vorhin geredet, dass wir spielen mit Feuerschirmlash. Ah. Und dann vorher überlegt, ob man das irgendwie verknüpfen mit irgendein aktuellen Thema. Es war jetzt super kritisch. Zum Beispiel, was vor kurzem ist in Bangladesch, sind an die 300 mehr Arbeit verbrannt in einer Textilfabrik und dann hat man halt herausgefunden, dass der Großteil von der Fabrik den Kleidern halt an Kick, die waren halt die größten Abnehmer und dann eben wollten wir halt eine Aktion machen, eben irgendwie so Kick spielt mit dem Feuer oder so Sachen. Ja. Ja, mir kommt halt oft vor, dass also wenn man halt Aktionen macht. Also wenn jemand mal braucht, der das filmt oder so, dann kannst du mich anschreiben. Super. Versuche ich das zu machen. Ja, mir kommt halt auch so vor, wenn man halt politische Aktionen macht, die halt irgendwie gar nicht provokant sind. Halt, ich meine, ich bin nicht die, die sagt, jagen wir alle Banken in die Luft. Aber ich denke mir halt, ich will halt die Leute anreden und mir kommt halt vor, wenn ich nur da stehe mit einem Plakat und eigentlich gar nichts sage zu den Leuten und irgendwie in einer Masse verschwinde, dann... Das ist jetzt die Kritik. Naja, das musst du mal, das ist jetzt in deinem Kopf, das musst du mal ausprobieren. Einen ganzen Tag mit einem großen Plakat da stehen und irgendwie nichts sagen. Ja, wenn ich allein bin, dann ist das was anderes. Aber wenn ich in einer großen Masse bin, dann... Wie bei der Demonstration. Ja, zum Beispiel. Aber das, was du pointen willst, schon jetzt sehen, ist das, was zu repräsentativ, nein, wir haben viel zu lange über das geredet, dass gewisse Aktionen sehr repräsentativ gemacht werden. Und so, um oft abzudecken, okay, wir sind eine Organisation, wir beschäftigen mit dem Thema und wir müssen da jetzt auch was dazu so beitragen. Sich präsentieren. Und die bleiben aber oft so. Und du sagst, ja, aber... Das ist immer wieder beim Vertreter und all diesen Scheinbesserungen, die in eine Richtung gehen und Gott sei Dank gibt es sie, aber wo man halt nicht hängen bleiben soll. Aber es ist ein kleiner Schritt in die Richtung. Wenn jetzt jemand ein Vertretcafé kauft, hast du zumindest ein Thema, wo du einsteigen kannst und neue Ideen einbringen kannst. Und wenn er das nicht macht, dann hast du ein Thema weniger, über das du reden kannst. Sinn macht. Und ich finde überhaupt, was für mich ganz stark jetzt in der Diskussion heute rausgekommen ist, ist so, wir müssen erst einmal unsere Grenzen akzeptieren, unser Potenzial sehen, wie groß es ist, aber auch zu akzeptieren, okay, ich bin jetzt in der Lebensphase und mit den Ressourcen, die ich eben habe, mache ich das, was ich gerade kann. Und dann eventuell schaffe ich vielleicht mehr und dann schaffe ich vielleicht noch mehr und eventuell wird das ein großes Netz, aber ich kann nicht jetzt sagen, oh,
machen wir die Initiative, vernetzen wir uns mit Wien und Italien da. Und das und das. Ja. Nein, und du hast doch keine. Wir haben nur eine Lebensspanne und wir wollen halt da gerne was unterbringen. Und deswegen diese Ungeduld und dieser Ärger, wenn es nicht gelingt oder so. Ich glaube, das Gemeine ist, dass das Feedback nicht immer gleich zurückkommt, weil du weißt teilweise nicht, was du anrichtest mit deinen auch positiven Sachen. Also diesen Butterfly gibt es ja nicht nur auf negative Sachen. Aber es kann sein, dass ein Lächeln schon in der U-Bahn genau zur richtigen Zeit den richtigen Menschen erwischt und wer weiß, was er in einem Dreivierteljahr daraus gemacht hat. Und ja, ich meine, okay, ist schon optimistisch gesehen, aber so ist es oft. Also ich habe oft entscheidet sich, ob mein Tag jetzt gut ist oder echt toll ist, von solchen Kleinigkeiten einfach. Und ich glaube, je größer man sich seine Ziele setzt, desto theoretischer wird es. Genau. Und desto schwieriger wird es zu sagen, dass ich jetzt mal einen ersten kleinen Schritt mache. Weil du denkst, das Gewicht ist schon so groß und so unmöglich, dass man da jemals etwas machen. Und dann gibt es noch die bösen Illuminaten und die, ich weiß nicht, wen es alles noch gibt. Und es macht überhaupt keinen Sinn, dass man irgendwas macht. Deswegen schaue ich jetzt nochmal 24. Aber es ist auch gut, so groß zu denken. Also jeder, wo er halt seine Stärke hat, ne? was einem Spaß macht, wo er sagt, da kann ich mich einbringen. Der eine denkt auf in 100 Jahren und dann nächste lächelt. Fertig. Ich glaube, es ist ganz normal. Und ich glaube, jeder, das sind auch so Kreisläufe, die passieren. Nicht? Man macht was Kleines und sagt, okay, gut. Und dann sind wir, aber es ist so groß und wir müssen unbedingt, wir können ja nicht da arbeiten. Es hat ja so viele Ebenen. Und ich finde gerade eben in den Kongress sieht man das immer wieder so als Spiegel, nicht? Einfach ganz viele Spiegel, die sagen, okay, auf politischer Ebene, aber wieso, wie tut es denn da? Wie ist denn ein Kernsatz? Wie ist denn das? Konkret jetzt mal. Ja. Was ist denn das? Und dann die anderen wieder so, ja, okay, aber wie können wir jetzt eigentlich in unserem alltäglichen Leben und so? Ja, spannend. Was mir total berührt hat, ist, wie gesagt, ja, das stimmt für ihn und die anderen und so weiter. Ja. Das ist. Ja. Was hat er gesagt? Das stimmt für ihn und die anderen und so weiter. Ja. Die leben halt in einer anderen Situation. Und die dann als Stimmvieh arbeitsdodeln, das ist der erste Schritt, wo die dann nicht miteinander reden werden. Ja. Was ist oder wenn sie miteinander reden, ist, ja. Die, halt, die Schafe sozusagen, die Systemschafe, die genau halt das machen, was sie machen sollen. Ja. Und nichts anderes irgendwie. Aber wenn du den, dieses Stimmvieh, dieses Schaf ja, hernimmst und isolierst und sagst, was sind denn deine Grundwerte, dann kommst du auf die gleichen Ergebnisse wie den gebildetsten und weitesten entwickelten Gesellschaftsschichten. Das ist genau das Gleiche. Ja. Kennst du den YouTube-Channel RSA Animated? Das müssen wir auch aufnehmen. Das sind urcool, die erklären Phänomene und Sachen, dadurch, dass sie das in so einer Zeichnung verpacken. Ah, wohl, danke. Ja. Da haben sie zum Beispiel auch etwas zum Monetären, also zum Geldsystem. Ich glaube, da haben sie auch was. Mir fällt jetzt halt was ein, wo ich weiß jetzt nicht genau, was das Thema ist, aber sie haben einfach festgestellt, dass es längst nicht mehr so ist, dass jetzt nur wirklich ganz wenige Leute sich sowas in die Richtung denken, sondern es dürfte schon eher so sein, dass wirklich ein großer Teil sich schon sowas in die Richtung denkt. Nur sie haben halt noch die Mauern dazwischen. Also jeder denkt sich das in seiner kleinen Wohnung. Jeder schnauft am Ende vom Arbeitstag, dass er eh nicht mehr kann. Jeder ist depressiv am Montag und freut sich, wenn er am Freitag fortgehen kann oder seine Ruhe hat oder wie auch immer. Und das passiert halt noch ein bisschen abgekapselt. Und ich glaube, sobald da mehr Kommunikation aufbricht und die Leute erkennen, hey, mein Nachbar ist eigentlich genauso arm dran wie ich, dann geht's gut. Oder ist genauso interessiert, irgendwas Positives zu machen. Ja. Und ja, ist lustig. Ich glaube, ich sitze auf in meinem Zimmer und denke. Ja, nein, es geht irrsinnig schnell einfach, ja, es geht schon schnell. Also ja, es kann schnell. Und vor allem denke ich, es sind voll viele Leute halt einfach so verzweifelt und denken sich halt, ja, wo soll ich anfangen? Soll ich mich jetzt eher ins Fairtrade schmeißen oder soll ich mich jetzt eher in ich helfe, was weiß ich, Zeit schenken oder tauschen wir uns Service aus oder soll ich
nach Afrika fahren und dort eine Schule bauen oder so. Ich weiß nicht, das sind ja tausend Optionen an Sachen, die man eigentlich tun könnte. Und ich glaube, voll viele Leute sind halt dann einfach, ja okay, ich kann eh nichts machen, dann mache ich gar nichts. Na, oder auf welcher Ebene? Ja, ja. Wie ich wohl und kann ich und will ich interagieren, nicht? Weil, ich weiß nicht, vielleicht sagt jemand, ich bin total interessiert, was wirtschaftlich gerade passiert, aber theoretisch will ich auf der Ebene nicht arbeiten. Nein. Ich mache lieber was mit Kindern. Ja, man kann sich ja informieren und dann jemand davon erzählen. Oder so. Das ist mich heute beieinander fasziniert. Aber ich empfehle, das passiert das halt alles so, wir bewegen uns in unsere Schubladen. Nicht? Da sollen die Leute Interesse haben und dann ist man mal aus der Schublade draußen. Und das Dialekt wird immer ärger, gell? Entschuldigung. Das ist immer faszinierend. Schublade draußen und dann trifft man ganz viele Leute, die einfach nicht dieses Interesse haben. Und gleichzeitig ist dann eben das, was du gerade angesprochen hast, eigentlich, wenn man sich dann wirklich mit dem Menschen auseinandersetzt, merkt man, stimmt überhaupt nicht. Vielleicht hat er nicht jetzt einen direkten Ansatz und schon in seinem Leben gewisse Sachen umgestellt, aber eigentlich will er auch. Und das ist schon bewusst, nur vielleicht nicht auf der Ebene, wo es zur Reaktion gekommen ist. Also aus diesem Kasteldenken aus. Ja. Die Bedürfnisse sind die gleichen und sind sehr wenige. Ja. Und sie werden halt nur auf unterschiedliche Art und Weisen befriedigt. Ja. Ja. Woher seid ihr nochmal? Schule oder? Also ihr könnt zusammen gehen. Südtirol. Da geht es eh rund. Südtirol, da gibt es auch ein Zeitgeist-Movement-Chapter, glaube ich. Es geht halt eben Wurzeln in Transition. Ja. Es ist Transition Town und ja, es gerade passiert schon viel. Ja, wir haben einen Landeshauptmann, der ist jetzt, wie lange war er jetzt Landeshauptmann? Ich glaube 35 Jahre oder so. 25. Mhm. Oder ich weiß nicht. Okay. Und jetzt ist der mal weg. Und das ist jetzt Salat. Jetzt passiert gerade so. Wow, was jetzt? Ja, und vielleicht kommt jetzt ein neuer Abgeordneter nach Rom ins Parlament. Von uns halt. Aber es ist ja voll schön. Ja, seit das macht mir kurzen Klaus. Also YouTube-Channels gefunden, die einfach Südtiroler Politik-Nachrichten machen. Und eins davon ist voll geil, weil das macht über Facebook, da kann man praktisch die Interviewpartner vorschlagen, dann kann man die Fragen vorschlagen und dann kann man danach noch diskutieren. Und es hat irgendwie erst begonnen und es gibt noch Schwierigkeiten, weil gewisse wichtige Regeln einfach gesetzt werden, damit es funktioniert, damit nicht die von Deutschland auch noch mitstimmen, weil es sie eigentlich nicht betrifft. Ja. Und so Sachen, und das ist ganz cool. Und noch so was anderes, Heimatsendung heißt das. Und das ist ganz lustig, weil die greifen so Probleme auf von so Kleinbürgern, die zum Beispiel in einer Siedlung wohnen, wo daneben eine Müllverbrennungsanlage ist. Mhm. Und lassen die halt mal zu Wort kommen, die eigentlich sonst nie zu Wort kommen. Genau. Und das sind irgendwie schöne Sachen und ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass sich viel in eine schöne Richtung irgendwie auch entwickelt. Es passiert überhaupt nicht viel, Gott. Ja, weil du sagst, wir haben das Potenzial, das heißt, wir kapieren, dass wir wirklich vor dem Kollaps stehen und dass es einfach alle betrifft, dass wir wirklich ein System sind. Und ja, jetzt habe ich vor kurzem voll den Abend-Trailer gesehen für einen Film und da ist halt, vielleicht habe ich ihn eh schon gesehen, und da ist halt, geht es um eine Insel und die Insel ist nicht von Menschen bewohnt und da sind nur Vögel und Natur und alles. Und dann fährt halt eben so ein, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist da irgendwie so ein Tierarzt auch dabei, ich weiß nicht. Und dann machen sie halt so Filmaufnahmen und Fotos von Vögeln, denen sie halt den Magen öffnen und halt schauen, was die Todesursache ist. Und die haben halt lauter Plastik-Sachen im Magen und Feuerzeuge. Und das ist so arg. Ja. Und ich meine, das ist ein Vogel und er stirbt daran, weil er so viel Plastik in seinem Magen hat, dass er es einfach nicht mehr verdauen kann. Und wow, ja, ich bin so schockiert.
Aber die Krabben, nicht? Beim Sand eben halt die Reste essen und wo dann gesagt hat, okay, aus dem Sand jetzt sind da 20 Gramm allein Plastik und wie sollen sie das noch unterscheiden? Die essen halt so. Ja, das ist so arg. Ich meine, die Vögel, die fliegen halt dann von hoch und sehen, was im Wasser schwimmt. Und die haben ja voll den großen Schnabel und die würgen das dann halt runter und wow. Ich hätte das so geschafft. Nein, es ist aber der Ärger hat auch so. Schon krass, wie weit wir es drin haben. Gott, Surferkreis, es gibt keine Strände, die nicht verschmutzt sind. Furchtbar. Wenn es dann mal irgendwie ein bisschen stürmt oder Unwetter war, dann kommen erst Sachen angespült. Das glaubst du nicht, dass da alles drinnen schwimmt. Das ist unglaublich. Ja. Voll gruselig. Naja. Deswegen. Wir fangen dann mit den Aufräumarbeiten alle an. Mit den kleinen Krabben, nur nicht aufessen. Echt, wenn ihr das gesagt habt, ja, dann hätten wir vielleicht Zeit, einmal die Meere zu putzen. Dann denkst du so, echt scheiße, du. Auf der Ebene war genug Arbeit, also zu dienen, effektiv. Die wird ja heute quasi nicht bezahlt. Also es gibt Organisationen, Leute, die das sicher zum Teil schon machen, aber ja, das ist halt okay. Ja, irgendjemand hat mir erzählt von einem Typ, der in irgendeinem verseuchten Gebiet angefangen hat, so entgiftende Pflanzen zu setzen oder so. Ja, es gibt total super Lösungen. Oder eben ein paar Pilze, ganz stark. Stimmt, ja. Das habe ich auch gesehen. Also, ja, die Natur... Aber eben das immer wieder das Grundproblem ist nicht, dass wir nicht genug Lösungen haben, sondern das Grundproblem ist, dass wir einfach Richtung Profit tendieren. Und da ist alles, was die Effizienz steigert, eigentlich profitschädigend. Und deswegen kommen wir da auch nicht hin oder so schleppend hin. Allein die ganze Solargeschichte. Oder habt ihr gewusst, dass das erste Auto eigentlich ein Elektroauto war? Ja. Das ist ja urgeil, oder? Gemacht, das total aus Hanf war und stimmt, das war mit Hanf betrieben und du siehst, wie er mit einem Hammer abschlagt und das hat nicht einmal eine Marke und dann denke ich mir, ja, oder? Und wir haben solche Blechschüsseln, wo zu einem kleinen Stamm hinfährst und schon ist das ganze Auto im Arsch. Ja, oder? Ich glaube, wenn da zwei alte Autos zusammenfahren würde, wäre es eher gefährlich, dass sie danach sich noch irgendwo hinfallen. Es ist den meisten Menschen eben nicht bewusst, wie schlecht das funktioniert. Das ist vielleicht auch das Problem, oder? Und eben, sie wissen auch nicht, sie können sich nicht vorstellen, wie viel besser es funktionieren könnte. Ja, der Arne hat das ganz gut gesagt, dass halt irgendwie kritisieren ist so einfach, aber dann den Schritt dann in die andere Richtung zu machen, ist viel schwer. Aber um den geht es dann eigentlich im Endeffekt. Es geht um jeden Schritt. Es geht um jeden Schritt. Wahrscheinlich. Vor allem, wenn man dann auch den nächsten setzt. Ja. Wenn man auf der Kritikebene bleibt, ist es langweilig. Ja. Oder man verfeinert die Kritik und wird dadurch zum Meister. Ist auch okay, wenn es nicht banal bleibt dann ist es auch wichtig, Kritiker zu haben. Ja, ich denke mir, dass viele dieser Leute, die ganz banal und quasi gleich zum Schimpfen anfangen und so, ich meine, die kommen halt so lange an irgendeinen anderen, auch, sage ich jetzt mal, nicht so redegewandten Menschen vielleicht, dass ihnen das Spaß macht und dass sie da weitermachen. Aber wenn sie mal auf einen Menschen stoßen, der nicht so reagiert auf ihre Aussagen oder auf die Provokationen, ganz anders das Gespräch dann irgendwie führt, also gewaltfreie Kommunikation, sagt euch sicher was und so, dann verändert sich bei dem anderen auch was, weil er plötzlich eine andere Erfahrung macht. Mhm. Aber es ist halt nicht leicht, wenn jemand mit so viel Dampf auf dich zukommt, dann irgendwie ganz so cool zu reagieren und den zu verstehen und den auch wirklich zu verstehen, was er eigentlich sagt, sondern oft neigt man dazu, dass man halt genauso viel Dampf zurückkommt oder Kommunikation verweigert oder was. Das wäre auch lustig, was wir alles mit den ganzen Gefängnissen machen, die wir jetzt haben. Also das wird ja dann wirklich, die müssen wir wirklich abtragen, wenn es da keine Gefangenen mehr gibt. Ja, obwohl,
Ja, nein, ich denke, wenn einer wirklich, es gibt ja Menschen, die sind einfach psychisch, die haben halt, ich weiß nicht, wir sind ja viele, wir haben viele Verbindungen im Gehirn und viele Ströme und Geschichten, ich weiß nicht, aber wenn jetzt wirklich jemand einfach, keine Ahnung, ich glaube schon, dass es Leute gibt, die einfach... Aber im Gefängnis, glaube ich, wahrscheinlich die Art und Weise, dass... Nein, aber wenn einer Mordgedanken hat... Ja, wir könnten so eine Art so Dauer-Wellness-Center einfach haben. Zum Beispiel. Was ihnen komplett gut geht und wo man trotzdem mit ihnen... Also wo man eben den Stressfaktor komplett runtersetzt, wo man schlechte Ernährung komplett runtersetzt, wo man ungesunde Umwelteinflüsse heruntersetzt. Also ich glaube schon, dass ich da was dann tun würde bei Ihnen und ja, weiß nicht. Naja, super. Okay. Ich bedanke mal für alle da. Es war sehr... Ja. Aber ich bin jetzt so hungrig. Das ist das Abschlusswort. Danke auch. Ja, vielen Dank.